Wenn du Online-Kunden gewinnen willst, brauchst dafür Referenzen, bist auf der Suche nach Kundentestimonials, um Glaubwürdigkeit in deinem Verkaufstext aufzubauen, bist du hier ganz genau richtig. Das ist Video 2 meiner Videoserie hier auf YouTube zum Thema Kunden gewinnen online mit Referenzen und Testimonials und wie du sie bekommst. Wenn du das erste Video noch nicht angeschaut hast, schau einfach mal hier links oben. Das würde ich mir dann zuallererst anschauen. Du hast auch jederzeit die Möglichkeit, einfach in die Kanalübersicht zu navigieren. Dort findest du die Playlist Kunden gewinnen, wenn du auf Playlists klickst und hast dann alle Videos im Überblick und kannst sie dir nacheinander anschauen. Ich wünsche dir viel Freude mit den Inhalten. Wenn sie dir gefallen, bitte schenk mir ein Like und ein Abo im Kanal. Tut auch nicht weh. Ich freue mich, dass du Interesse an diesen Videos hast. Dann let's go. Also, ich habe jetzt hier einfach mal ganz fix, wie gesagt, aufgrund der Spontanität heute 2 vorbereitet. Und da ist der Einsatz von Testimonials neben den Inhalten. Hier sind die ganzen Inhalte, was bekommst du eigentlich? Und hier kommen Testimonials, wie zum Beispiel vom Hartwig, die darauf eingehen, ja, dass er ein Einsteiger ist oder perfekt für Einsteiger. Der Aufbau und Struktur wird wesentlich leichter, verpacken, verkaufen, ja, zum Beispiel. Und dann hier wieder vom Björn. Ich brauche nicht zu grübeln, was ich jetzt schreibe, das habe ich jetzt endlich griffbereit, jetzt kann ich kommen Ideen und so weiter. Das hier ist von Christian, der hat eine Rezension auf YouTube veröffentlicht. Und der sagt, es ist ein Muss für jedes Online-Marketing und, und. Ich wollte euch jetzt nur mal kurz zeigen, an welcher Stelle in dieser Landingpage jetzt bei mir die Testimonials angebracht sind, nämlich immer über den Inhalten. Warum habe ich das gemacht? Ich habe meine Webseite natürlich getestet und weiß, dass sehr viele auf die Inhalte klicken. Die kommen also hier hin, die lesen das hier. Der allergrößte Teil klickt direkt drauf und will das bestellen, weil die Information ausreicht. Aber ein anderer Teil, der will sich näher informieren, der fragt sich erstmal, was ist denn das für ein Vogel, ja, über den Autor. Aber was ist denn eigentlich da alles enthalten? What's in it for me? Und dann kommt bam, ja, die ganzen Inhalte, da kommen die Kerninhalte und dann wirklich nochmal in der Tiefe und daneben immer die jeweiligen Testimonials, weil ich weiß, dass auf diesem Teil meiner Landingpage ganz viel Aufmerksamkeit ruht. Deswegen dort. Ein anderer Beispiel ist der Werbetext für den Affiliate-König von Ralf Schmitz. Den habe ich 2011 geschrieben für ihn. Den hat er immer noch im Einsatz. Da wäre jetzt hier ein Testimonial unmittelbar unterhalb des Hauptversprechens, welches wir ins Video gepackt haben. Und dann jemand, der hier direkt bestätigt, dass das so funktioniert für ihn. Das ist nämlich der Lothar. Der war damals 70, als er das hier umgesetzt hat vom Affiliate-König. Und der bestätigt hat, hey, wow, das hat wirklich so gut funktioniert. Und das kommt also an dieser Stelle, um Aufmerksamkeit zu halten und zu unterstreichen, dass diese teils sehr übertriebene Aussage hier, die aber tatsächlich 100% so stimmt, das ist nämlich so, das ist sein erster Launch gewesen von Ralf Schmitz und zwar 2011 der VIP Affiliate König, da hat er tatsächlich so viel Umsatz gemacht. Deswegen alles das stimmt so, was wir hier sagen. Und das wird aber, weil es halt eben für manche Menschen sehr übertrieben klingt, da nochmal durch ein Testimonial abgerundet. Und das ist auch das, was ich euch an der Stelle sagen will. Du musst Testimonials nicht gruppiert irgendwo an einem Punkt deiner Webseite unterbringen. Der richtige und strategische Einsatz eines Testimonials auf einer Landingpage kann ein Argument unterstützen, also kann zur Unterstützung eines Argumentes beispielsweise sein. So wie ich eben gesagt habe, wenn ich sage, hey, du weißt ab sofort echt, was du schreiben sollst und du fühlst dich auch nicht mehr unsicher, dann kann danach eine Kundenaussage folgen. Deswegen ist es keine Pflicht, Testimonials zu gruppieren und an irgendeiner Stelle einer Landingpage unterzubringen, denn das tun sehr, sehr viele. Ist per se nicht falsch, das habe ich nicht damit gemeint, aber daran merkt man, dass sehr wenige diesen strategischen Einsatz von Testimonials wirklich beherrschen. Warum bringe ich das nicht da unter, wenn ich etwas argumentiere, dann kann der Kunde oder der potenzielle Interessent sagen, hey, der kann mir ja viel erzählen. Wenn ich aber dann einen glaubwürdigen Kunden zu Wort kommen lasse, der das unterstreicht, was ich sage, dann ist das etwas, das ja verstärkend zu meiner Botschaft ist. Gucken wir mal gerade in meine Testimonials rein, denn hier habe ich jetzt ein Testimonial von Ralf Schmitz, hier habe ich eins von Daniel. Daniel Dirks ist
war mein Chef. Ich war ja ein Jahr lang Marketing-Chef von Quenten, Head of Marketing. Und als Co-Founder ist natürlich der Daniel Dirks mein Chef gewesen. Wir haben auch zusammengearbeitet im Quenten-Marketing. Und ich habe ihn gebeten, einfach nochmal Bezug auf zwei Punkte zu nehmen. Denn durch meine Arbeit haben wir die Kundenzahl von Quenten in einem Jahr verdoppelt. Und zwar, um genau zu sein, eigentlich in einem halben Jahr. Denn wir hatten ein Ziel in der Firma und wir haben das in einem halben Jahr verdoppelt. Und ich wollte, dass er darauf Bezug nimmt, weil das ist natürlich eine absolut echte Aussage. Und das andere ist über ein Verkaufsvideo, was wir in einem Launch eingesetzt haben, welches eine überdurchschnittlich gute, also wirklich sehr stark überdurchschnittlich gute Conversion Rate hatte, dass er darauf auch nochmal Bezug nimmt. Und das hat er dann getan. Denn das sind ja nun mal die beiden Aussagen, die zutreffen. Das wollte ich dann auch meine potenziellen Kunden, die irgendwann mal mit mir zusammenarbeiten wollen, wissen lassen, dass das diesen Effekt hatte. Und als Co-Founder einer Firma würde man sowas nicht sagen, wenn es nicht stimmen würde. Und dann gibt es halt einige andere, das sind jetzt sogenannte Endorsements. Es gibt einen Unterschied zwischen Testimonials und Endorsements. Testimonials kommen von Kunden, Endorsements kommen von Experten. In meinem Falle ist es aber nun mal so, dass die Endorsements von anderen Experten wie von Ralf Schmitz, von Daniel Dirks, von Marcel Schlee, von Matthias Brandmüller tatsächlich Endorsements sind, weil das sind ja auch Experten auf ihrem Gebiet, gleichzeitig aber Testimonials. Es gibt aber Experten, die müssen nicht Besitzer deiner Produkte oder in Anspruch deiner Produkte gekommen sein oder Dienstleistungen, sondern die aus Expertensicht deine Leistung beurteilen können. Auch das ist möglich, ja? Das heißt, wenn du einen Kollegen hast, der dich bewertet und da eine wirkliche Bewertung abgibt, nennt man das Endorsement. Der muss kein Kunde von dir sein, sondern der muss einfach aufgrund seiner Expertise in der Lage sein, einzuschätzen, was du tust, wenn er dich auch etwas näher kennt. Endorsement, Testimonial, Unterschied. Manchmal ist es ein dasselbe, wenn ein Experte dein Kunde war. Die Herrschaften kommen natürlich zu mir, weil sie es sich leisten können und weil sie einfach, also im Sinne von leisten können, heißt, ich habe meine Firma so weit entwickelt, dass ich den Teil jetzt auch outsourcen kann. Die könnten das alle selber. Matze Brandmüller kann auch seine Werbetexte schreiben, Daniel Dirks sowieso schon mal. Aber die suchen halt jemanden, der sie unterstützt, damit sie Zeit für andere Dinge haben. Und da komme ich dann ins Spiel. So, was ich euch empfehlen kann anzuschauen, sind solche Kundenaussagen wie die von Mike Krüger. Das könnt ihr euch mal anschauen, um zu sehen, wie das aufgebaut ist. Denn das ist ebenfalls ein Experte, aber jemand, der durch meine Leistung seit 2017 sein Geschäft vorwärts gebracht hat und der dazu eine ehrliche Aussage macht. Dann die von Michael Pauli ist auch interessant. Auch dem habe ich nur gesagt, sag, wie unsere Zusammenarbeit war. Geh auf diese Kernpunkte ein, wie das war. Denn durch meine Zusammenarbeit ist Wowing entstanden. Wir haben Wowing entwickelt. Die Namensgebung kommt dann von woanders her, aber Michael Pauli spricht darüber. Was aber auch nochmal eine ganz interessante Kundenaussage sein wird für den einen oder anderen, ist nun mal die Quick-VSL-Geschichte von Peter Steinlöscher. Warum ist die so wichtig? Ganz einfach. Einfach mal bitte anschauen. Erstens, der Peter Steinlöscher hat 2014, glaube ich, von mir Quick-VSL gekauft. Das ist ein Verkaufsvideokurs. Und hat das einfach umgesetzt und hat mit seinem damaligen Informationsprodukt KDP Cashcode, der war damals auf Amazon sehr aktiv, 20.000 Euro Umsatz in 8 Wochen gemacht. Der war da so begeistert, logischerweise wärst du auch, wenn du so viel mit einem Verkaufsvideo machen würdest und kommt dann zu mir und sagt, ey Mario, voll geil, deine Anleitung ist so cool, damit habe ich dieses, und dann habe ich direkt gesagt, hör mal Peter, ey, bitte mach mir ein Video dazu. Ja, das würde ich gerne als Video, als Testimonial haben. Ich habe das nicht provoziert, dass er mir ein Testimonial gibt, sondern er hat mich einfach über Facebook angeschrieben. Und dann, ja, hat er dann entsprechend dieses Video-Testimonial für mich aufgenommen. Ich habe das geschnitten. Einmal habe ich es in voller Länge. Ich meine sogar, das hier müsste sogar das in voller Länge sein und nicht von mir zusammengeschnitten. Und dann habe ich noch ein zusammengeschnittenes. Ich glaube, ich lade das mal hoch, damit ihr das auch ansehen könnt. Das sind eigentlich die wichtigsten. Ihr könnt euch die gerne alle anschauen, wenn ihr das tun wollt. Ein Teil ist von mir vorgegeben, weil ich ja ganz konkret wollte, dass mir jemand eine Aussage zu unserer Zusammenarbeit spezifisch auf einen Punkt macht. Ein Teil ist tatsächlich so wie jetzt bei Peter Steinlöschner einfach rausgeschossen. So, und Punkt 2, Peter Steinlöschner Testimonial ist ja, weil ich ihm diese Fragen geschickt habe und er mir darauf geantwortet hat, damit ihr mal vergleichen könnt, wie so ein Testimonial dann am Ende aussieht. Und das führt uns schon fast zu den Fragen. Da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein. Denn bevor wir jetzt nochmal zu den 6 Fragen kommen, kurzer Hinweis darüber, wie man so etwas vorbereitet.
Du hast die Möglichkeit, Google Forms zu nutzen. Google Forms ist die schnellste und einfachste Methode, einfach eine Abfrage zu bekommen, aber du hast wenig Marketingmöglichkeiten. Ich bin mittlerweile ein gigantischer Fan von WP Forms.